So, es geht direkt weiter, wieder auf Deutsch, mit einem Thema, beziehungsweise wir haben zwei Panels zu dem Thema digitale Bildung. Das war gleich heute Morgen schon ein brisantes Thema bei Manuel Höferlin, unserem digitalpolitischen Sprecher. Ich begrüße nochmal alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt dazugekommen sind und weise gern nochmal darauf hin, dass wir gerne Fragen annehmen und die gleich in unsere Diskussion einfließen lassen. Sie könnt sie gerne in der Chatfunktion unterm Twitch-Stream oder unter dem YouTube-Stream stellen oder auf Instagram oder Twitter. Dort bitte den Hashtag Digitaltag FDPBT nutzen, damit wir Ihre Fragen finden können. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich direkt einen neuen Gast hier bekommen. Fliegender Wechsel bei uns. Wir reden jetzt nämlich über das Thema digitale Bildung. Wie gestalten wir die Schule von morgen? Und da passt niemand besser als Katja Suding. Herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Katja Suding ist nämlich zuständig als stellvertretende Fraktionsvorsitzende für das Thema weltbeste Bildung für jeden. Und weltbeste Bildung ist ja ein hehres Ziel, gerade in Corona, wenn es kaum Bildung gab. Kindergärten waren geschlossen, Schulen waren geschlossen, die Hochschulen waren auch zu. Die haben es vielleicht einen Tick besser hinbekommen mit Online-Lehre. Jetzt hat die Kultusministerkonferenz gestern beschlossen, dass man möglichst schnell wieder zum Präsenzunterricht wechseln möchte, was ja prinzipiell gut ist, aber man kann natürlich nur ahnen, dass es in Einzelfällen immer wieder dazu kommt, dass Schulen geschlossen werden müssen und man ins Digitale wechseln will. Jetzt will man schnell Lehrerinnen und Lehrer fortbilden und dann Plattformen bereitstellen. Glauben Sie, das kann mit so einer Hauruck-Aktion klappen? Naja, in der Corona-Krise haben wir natürlich gesehen, dass wir unfassbare Versäumnisse haben beim Thema digitale Bildung. Und so ganz richtig ist es ja auch nicht, dass die Schulen geschlossen waren und die Kitas, sie sind es im Prinzip ja immer Immer noch. noch. Also das, was wir jetzt an Präsenzunterricht haben, das ist ja nur ein Teil dessen, was unsere Schülerinnen und Schüler eigentlich brauchen. Teilweise sind in Bildungseinrichtungen auch noch ganz geschlossen. Also da muss es wirklich schnellstmöglich vorangehen. Mir ist es auch zu spät, da bis nach den Sommerferien zu warten. Es war jetzt wirklich genug Zeit, um entsprechende Konzepte zu entwickeln, was Hygiene angeht, Abstand, Seife und Papierhandtücher, also die Basics an den Schulen, sodass es jetzt endlich wieder losgehen will und dass aus der Corona-Krise eben keine Bildungskrise wird. Und darauf laufen wir wirklich zu. Und noch ein Satz zu der digitalen Bildung. Klar, es ist immer möglich, dass punktuell, wenn wir so ein lokales Infektionsgeschehen nochmal haben werden und Schulen nochmal geschlossen werden müssen, auch im Herbst und darüber hinaus, dann ist es natürlich besonders wichtig, dass es dann auch tatsächlich klappt mit dem digitalen Unterricht. Aber auch wenn das alles läuft, ist es trotzdem für die Qualität unserer Bildung wichtig, dass wir auch die digitalen Methoden, dass die wie selbstverständlich Einzug erhalten in den Unterricht, wie das in vielen anderen Ländern bereits der Fall ist. Und dafür gibt es ja den Digitalpakt, der ja vor Jahren schon im Gespräch gewesen ist, der jetzt endlich anläuft, aber viel zu langsam und aus unserer Sicht auch nicht umfassend genug, um das Thema wirklich ernsthaft anzugehen. Auf den gehen wir, glaube ich, später nochmal ein. Wir wollen uns ja aber angucken heute, wie sieht denn so eine Schule von morgen aus? Und da haben wir zwei Gäste zugeschaltet. Zum einen Professor Andreas Dengel. Er ist der geschäftsführende Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, dem DFKI, in Kaiserslautern, im vier Standorte. Sie sind in Kaiserslautern ansässig. Und wenn ich mir Ihre Kurzbiografie im Netz durchlese und gucke, wie viele Auszeichnungen Sie haben, dann sage ich einfach, man könnte Sie einfach als Spitzenforscher bezeichnen. Ich glaube, alles andere würde länger dauern. Herr Professor Dengel, wenn wir uns die aktuelle Situation an Schulen angucken und wir sprechen eben noch nachher genauer darüber, was Sie da machen, wie utopisch ist eigentlich der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Schulen? Erleben wir das noch in diesem Jahrzehnt? Ja, erstmal herzlich Hallo für alle, auch für die Zuhörer. Ich denke, sukzessive werden wir auch die KI im Unterricht erleben. Sie sehen schon, wie KI auch sehr systematisch in China schon eingesetzt wird. Natürlich in einer Art und Weise, wie wir sie hier nicht haben wollen. Aber insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass jeder Mensch anders lernt, kann die KI als Schnittstelle, um herauszufinden, wo Menschen aufmerksam sind, welche Lerntechniken sie bevorzugen, eine ganze Menge machen, um individualisiertes Lernen zu unterstützen. Und das wird sukzessive in den nächsten Jahren kommen. Es gibt ja auch im Bereich der Ausbildung und Weiterbildung für die zukünftigen Lehrer,
schon Beschlüsse der Kultusministerkonferenz, wie man dort eben auch digitale Grundlagen schafft, um dann auch methodisch, didaktisch eben entsprechende Prozesse einzuleiten. Mhm, danke. Und dann würde ich gerne noch meinen dritten Gast begrüßen, Jakob Chamon. Ich habe ihn einmal live erlebt, das ist schon ein bisschen her, als sich die AG Ethik, in der ich Mitglied bin, mit der AG Bildung der Initiative D21 getroffen hat, habe. Damals war er noch Schulleiter an der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule und ich dachte sofort, wenn ich mal Kinder bekomme, dann kommen die an diese Schule. Er hat sich aber vor einiger Zeit entschlossen, das ganze Thema globaler zu gestalten und ist nun geschäftsführender Vorstand des Forums Bildung Digitalisierung, das den digitalen Kulturwandel im Bildungsbereich eben begleiten will. Herr Chamon, was ist denn an dieser deutsch-skandinavischen Schule eigentlich so anders gewesen als an vielen anderen Schulen? Ich glaube, eigentlich ist die Schule da nicht so viel anders als anderen Schulen. Aber eine der Themen, was wir uns auf der Fahne geschrieben haben, ist die sinnvolle Digitalisierung. Das heißt, schon als wir die Schule gegründet haben und geöffnet haben 2012, war es mich als Schulleiter ganz klar, dass ich dieses Thema voranbringen muss. Und was da total spannend war, das war eine reformpädagogische oder ist eine reformpädagogische Schule. Und ich habe mich sozusagen dieses Thema gewidmet, Beziehungsarbeit und das Wichtige aus den Reformpädagogik, individualisiertes Lernen, dass wir personalifiziert lernen, dass wir differenziert lernen, gemeinsam mit den digitalen Medien genutzt, um sozusagen voranzukommen. Und das ist, was ich mir wünsche. Frau Suding hat es ja auch gerade gesagt, wir wünschen uns ja nicht die Schulschließungen für die Zukunft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir was von dieser Krise mitnehmen, dass wir digital lernen können und was den Professor Dengel auch gesagt haben, dass die digitalen Medien tatsächlich uns helfen können, weiterzukommen in Themen der Digitalisierung, was ein Zeitrauber ist für Lehrkräfte in der heutigen Zeit. Aber wichtig ist natürlich, dass es einen Bestandteil hat. Und das habe ich versucht in meiner Schule, was ich ja fast 8 Jahre leiten durfte. Und ja, jetzt probiere ich auch diese Themen genau deutschlandweit zu verbreiten. Wir haben leider nicht viel Zeit in dieser Runde. Deswegen würde ich Herrn Professor Dengel einmal ganz kurz bitten zu erzählen, was Sie in Ihrem Testlabor in Kaiserslautern machen. Sie haben da ja ein Klassenzimmer eingerichtet und Sie haben mir erzählt, Sie machen da etwas mit Augentracking und haben ein Lehrer-Dashboard. Wenn Sie das mal kurz erläutern können, was Sie da machen. Ja, die Idee ist schon, ein bisschen stärker Einblicke zu bekommen, was Lernen ausmacht. Also wenn Sie so möchten, eine Feedbackschleife zu bilden zwischen Mensch, Lernobjekt und Aktion. Denn Sie wissen, wir haben Bücher als Leitkultur auch des Lernens immer noch sehr traditionell, was in den Schulen stattfindet. Sukzessive werden natürlich andere Lernobjekte hinzugezogen über die Digitalisierung. Aber was uns interessiert ist, was macht Lernen aus? Und wie können wir Lerntypen klassifizieren? Wie können wir Interesse messen? Wie können wir Wissensstand messen? Und wie können wir zum Beispiel auch Cognitive Load, also Stress messen, wenn Sie so möchten, auch beim Lernen. Und wir versuchen dort über Sensoren, speziell beispielsweise Eye-Tracker, eben das saccadische Verhalten beim Lernen zu messen und über dieses Verhalten hinweg genau solche Zustände des Geistes zu identifizieren. Bin ich in der Lage, die Inhalte auch tatsächlich aufzunehmen? Wie lange brauche ich dazu? Wie viel Vorwissen muss ich nachlesen? Wie gehe ich Übungen an? Wie bin ich überfordert? Man kann das auch komplementieren durch thermische Kameras, wo man dann Nasen- und Stirntemperatur misst und dadurch so ein bisschen Einblicke auch bekommt in die Konzentrationsfähigkeit, in die Wissensaufnahme. Und über solche Sensoren kann man dann einen Monitor speisen, der der Lehrkraft zur Verfügung steht, wo man dann mikroperspektivisch auch die Ereignisse im Klassenzimmer besser als Übersicht bekommt und auch makroperspektivisch sieht, wie sich ein Klassenverband entwickelt im Wissensstand und in der Fähigkeit, Aufgaben zu lösen. Mhm. Und das ist mal zusammengefasst so das Ziel, also Verhaltensanalyse durchzuführen, die Wissensobjekte zu modifizieren, beispielsweise auch die Bücher selbstständig reagieren zu lassen. Sie müssen sich Bücher vorstellen als erweiterte Wissensobjekte. Das ist nur quasi die Schnittstelle zu dem Wissen dahinter. Wenn ich beispielsweise feststelle, dass ich eine Formel nicht verstehe, die KI stellt es fest, dann kann sich das Buch on the fly sozusagen modifizieren und es kann ein Erklärvideo eingeblendet werden, um dann zu erklären, wie so eine Formel verläuft. Oder das Verständnis eines Diagramms
nochmal durch einen Zusatzfilm erklärt werden. Aber nicht, dass das permanent da ist, sondern es wird on attention sozusagen mit der Aufmerksamkeit über die Augen abgerufen. Super. Ich glaube, bei mir würde die KI irgendwann anfangen zu weinen, weil ich es immer noch nicht verstehe mit irgendwelchen Formeln. Herr Chamon, künstliche Intelligenz im Unterricht, wo sehen Sie denn da Chancen und wie würde das überhaupt den Unterricht von Lehrerinnen und Lehrern verändern? Ja, Herr Professor Dengel hat es ja gerade gesagt, dass eine der großen Herausforderungen für Lehrkräfte ist die Differenzierung. Also sage ich mal so, bin ich in einem Gymnasiallehrer, haben 32 Kinder vor mir, muss ich eine Unterrichtsstunde Englisch geben, dann muss ich mindestens 3 Niveaustufen haben. Aber ich weiß auch, selbst in einer heterogenen Klasse habe ich mehr als 3 Niveaustufen. Und das ist unglaublich zeitaufwendig für die Lehrkräfte, das zu Hause selber zu basteln. Das heißt, ich freue mich und würde mich sehr freuen, wenn wir davon wegkommen, dass ein Lehrer immer eine Klasse, eine Stunde in einem Fach unterrichten. Aber dafür brauchen wir vielleicht die größere Fragen der Bildung zu stellen. Aber wenn Lehrkräfte sozusagen von künstlicher Intelligenz unterstützt werden können, die Differenzierung und die Individualisierung voranbringen zu können, so dass die Lehrkräfte die Zeit, die sie in den Schulen haben, mit den Kindern als Lernbegleiter die Lernfortschritte zu verfolgen, Feedforward zu geben, statt immer nur Feedback und sozusagen wirklich die Schülerinnen und Schüler auf dem Lernweg zu begleiten. Und das Allerspannendste finde ich immer, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, das ist sozusagen auch die Schülerinnen und Schüler, was die sich wünschen. Weil ich habe auch Vorträge zu diesem Thema gehalten und habe meine Nichte gefragt, würdest du eigentlich lieber ein Feedback von einem Roboter oder einem Computer als vom Lehrer haben? Und die Antwort war ganz deutlich, jetzt kommt auf das Resultat an. Weil wenn ich gut gewesen bin, dann gerne vom Lehrer. Und wenn ich schlecht gewesen bin, dann bitte gerne vom Computer, weil der Computer ist nicht sauer. Und das finde ich super spannend, weil was ist die Aufgabe der Lehrer? Die Aufgabe der Pädagoge, weil ich möchte eigentlich gerne der Wort eher benutzen als Lehrkräfte oder Erzieher, ist tatsächlich Beziehungsarbeit zu leisten und ist Lernfortschritte zu begleiten und zu vorantreiben. Und das heißt, ich sehe tatsächlich, dass das Berufsbild eines Lehrers oder einer Lehrerin wird sich ändern und Fokus auf Didaktik, Pädagogik, Beziehungsarbeit statt das reine Wissenvermittlung. Frau Suding, für mich hört sich das total logisch an und super an. Hat das die Politik auf dem Schirm, dass sich da so viel verändern muss? Und reden wir überhaupt über diese ganzen technischen Konzepte genügend, was es dafür an Maßnahmen braucht? Ich habe immer nur Computer im Hinterkopf und WLAN-Anbindung. Reicht das, was im Digitalpakt da bisher beschlossen wurde für die Schulen? Nee, das reicht eben nicht. Also das, was im Digitalpakt angelegt ist, da stehen ja 5 Milliarden in den nächsten Jahren dafür zur Verfügung, dass man die technischen Voraussetzungen in den Schulen schafft. Sprich, vor allen Dingen Breitbandanschlüsse flächendeckend verlegt. Teilweise ist auch die Anschaffung von digitalen Endgeräten mit dem Digitalpakt möglich, aber viel mehr ist es auch nicht. Und all das, was wir hier jetzt gerade gehört haben, das ist ja eigentlich das Faszinierende an der digitalen Bildung und das, was uns so voranbringen kann. Diese Individualisierung, von der auch Professor Dengel sprach, dass wirklich man die Kinder da abholen kann, wo sie stehen, man feststellen kann, lernt das Kind eben besser über visuelle Reize oder hört es besser, wie schnell ist es im Lernen, wo hat es noch Lücken, wo ist es schon gut. Also dass man das alles wirklich sehr, sehr individuell abstimmen kann. Und das geht eben nur, wenn man dann auch tatsächlich das Thema Datenschutz geklärt hat. Also das sind ja sensible Daten, die da auch anfallen, die man nutzen kann. Das haben wir einen großartigen Nutzen, wenn man sie richtig einsetzt. Aber man muss sie auch entsprechend schützen. Wir brauchen die entsprechenden Lernmaterialien, die überhaupt vorhanden sind, um diesen Anforderungen überhaupt zu genügen. Das ist noch nicht der Fall. Und dann ist auch spannend, wie wir jetzt gerade von Herrn Chamon gehört haben, wie sich die Rolle des Lehrers verändert. Das bedeutet aber auch, dass wir unsere Lehrer entsprechend ausbilden müssen. Also da müssen wir ganz viel tun. Da reicht die Lehrerausbildung, wie wir sie jetzt kennen, eben nicht aus. Weder was die Ausbildung im Umgang mit digitalen Lernmaterialien angeht, aber auch nicht in der, das sehe ich genauso, in der veränderten Rolle, die der Lehrer hat. Weg vom reinen Wissensvermittler, das kann die KI vielleicht viel besser, aber hin zum Lernbegleiter und auch jemand, der dafür sorgt, dass kritische Diskussionen angestoßen werden, dass die Schüler Kreativität entwickeln können, all diese Dinge. Und da müssen wir ran und diese Dinge werden überhaupt nicht
beachtet mit den aktuellen Methoden. Und deswegen sind wir da als Fraktion auch so hinterher. Wir haben da auch schon parlamentarische Anträge gestellt, in diesem Bereich weiterzugehen und versuchen da immer noch auch in den parlamentarischen Debatten dafür weiter zu sensibilisieren, dass es da auch vorangeht. Mhm. Gerne nochmal die Aufforderung ans Publikum, an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, gerne Fragen zu stellen im Chat oder auf Twitter und Instagram mit dem Hashtag Digitaltag FDP-BT. Ich würde aber nochmal gern von Herrn Professor Dengel wissen, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen da jetzt Sorgen haben, künstliche Intelligenz im Unterricht und diese ganzen Sensoren, die Sie beschrieben haben, dass es irgendwie unmenschlich wird und Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen das nicht mehr toll finden. Sie haben ja aber ein Testlabor, Sie experimentieren da. Wie ist denn die Rückmeldung? Ja, natürlich ist das ein hochsensibler Bereich, weil wir doch tiefe Einblicke bekommen in das Individuum selbst und das Verhalten, was nicht unbedingt gewünscht ist. Wir haben jetzt in den vergangenen Jahren eigentlich sehr positive Erfahrungen gesammelt, sowohl mit den beteiligten Schülern, also die immer diese Mitmachkultur sehr gerne hatten, genauso wie bei den Lehrkräften und überraschend auch bei den Eltern. Wir haben uns natürlich sehr gut vorbereitet, was die Datennutzung und die Datenerhebung und auch die Speicherung betrifft. Und solange das eben im Klassenzimmer bleibt und tatsächlich nur als Komplement und Ergänzung zur Lehrkraft gesehen wird, nie als Automatismus und der mit Konsequenzen belegt ist, sondern eigentlich nur zusätzliche Einblicke liefert, wie ich als Lehrkraft dann auf das Individuum zugehen kann und dort die entdeckten Schwächen quasi versuchen kann, auch zu kompensieren. Mhm. Und solange man das vernünftig regelt, haben die Schüler wahnsinnig Spaß, auch mit solchen modernen Technologien zu arbeiten. Das ist unsere Erfahrung. Herr Schermann, was sind da Ihre Erfahrungen? Das würde ich gerne hören. Und wenn ich so viel Technik in der Schule im Unterricht höre, irgendwer muss das ja eigentlich auch administrieren. Machen das die Lehrer weiterhin nebenbei in ihrer Freizeit? Das waren ja zwei sehr große Fragen auf einmal. Sorry. Ich fange erstmal mit den Risiken an, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, ist es auch immer ganz wichtig, dass wir über Bildungsgerechtigkeit sprechen. Sie haben das Thema Datenschutz und Behebung dieser Daten angesprochen und das sehen wir natürlich als Forum Bildung Digitalisierung genauso. Es muss sichergestellt werden, dass jede Schule nicht für sich dieses Thema aushandeln muss und kann ich das nutzen oder kann ich das nutzen und wie geht's? Das ist aber sozusagen auf der kurzen Bahn. Und auf den langen Bahnen ist natürlich auch wichtig. Wir wissen, dass künstliche Intelligenz, digitale Medien und Anwendungen können helfen, Bildungsgerechtigkeit zu bekämpfen. Aber Algorithmen können aber auch diskriminieren. Das heißt, wir stehen hier in einer Zwiespaltigkeit, wo es ganz wichtig ist, dass es sehr genau hingeguckt werden, wo kann die Digitalisierung und die neuen Medien in den Schulen zu einem positiven Schub, da gibt es sehr, sehr viele Sachen und sehr, sehr viele Beispiele dafür auch, wo es wirklich die Lehrkräfte helfen können, wo es die Schülerinnen und Schüler weiterhelfen können. Aber wir müssen auch ganz genau sicherstellen, dass es nicht zu einer Bildungsungerechtigkeit führen, dass erstmal, das ist hier wieder auf der kurzen Bahn, dass Schülerinnen und Schüler, die keine Endgeräte, kein gutes Internet zu Hause haben, nicht teilnehmen können. Das ist eine furchtbare Sache. Das haben wir hier die letzten Wochen gesehen. Aber auf dem langen Bahn natürlich auch, dass man mit einer besonderen Nachname oder Geschlecht oder Hautfarbe oder Wohnort in solche, sage ich mal so, digitalen Lehrbücher, jetzt überspitze ich ein bisschen, immer die leichten Aufgaben bekommen und dafür nicht die Möglichkeiten haben, einen Aufstieg zu machen. Aber es gibt auch Beispiele. Heute Nachmittag haben wir hier vom Forum Bildung Digitalisierung ein sehr spannendes Gespräch mit einem Soziologe, Aladin El-Farmalani. Und er wird darüber sprechen, wie tatsächlich auch digitale Medien zur Bildungsgerechtigkeit unterstützen kann. So, es gibt beide Seiten so. Und zum zweiten Frage, jetzt müssen Sie mir nochmal helfen. Wie administrieren wir das? Machen das die Lehrerinnen und Lehrer weiter nebenbei? Ja, ganz genau. Danke. Nein, das ist ja ganz wichtig. Also da sind ja auch die ersten Anläufe gemacht, dass über das Digitalpakt und die Zuschüsse der Länder auch die Möglichkeit gibt, dass ein Administrator in Schulen kommen. Aber es ist ganz klar, dass das ist zu wenig.
Das hören wir auch in der Arbeit hier im Forum, wo wir mit ganz vielen Schulen und Schulträgern sprechen. Und die haben große Herausforderungen mit genau diesem Punkt. Wir haben letztes Jahr eine Studie gemacht, wo wir Rahmenbedingungen aus dem Ausland uns eingeholt haben und versucht, Handlungsempfehlungen für Deutschland zu schaffen. Und da war es auch ganz klar, in die Länder von dem europäischen Raum, aber auch in anderen Länder weltweit, wo es gut funktioniert, da gibt es in den Schulen IT-Administratoren und pädagogisch ausgebildete Lehrer, die sozusagen vor Ort die Lehrkräfte unterstützen können. Weil es ist ganz wichtig, man kann nicht für dieses Thema immer wieder die Lehrkräfte extern in Fortbildung schicken. Dann ist es schwierig mit dem Einhaltung der Unterricht. Aber es muss gesichert werden, dass die Lehrkräfte vor Ort erstmal Wartung haben, aber dass die auch pädagogisch und didaktisch weitergeholfen werden. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur auf die Wartung gucken, sondern auf den Soft Skills. Und hier meine ich die Kollegen. Super. Nur ganz kurz, in welches Land können wir denn schauen als Vorbild? Ich bin ja Däne. Man könnte nördlich gucken. aber in Tschechien tatsächlich auch gibt es ein spannendes Programm, weil ITC-Koordinatoren gibt in Schulen. Super. Frau Sudding, hier ist eine Frage für Sie aus dem Publikum. Luca fragt, der Ruf nach einem verpflichtenden Informatikunterricht im Sinne des Mottos, jeder muss am Ende der Schule programmieren können, schallt immer auf. Wie sehen Sie das? Also ich finde es extrem wichtig, dass Schüler verstehen, was hinter den Oberflächen, die wir sehen und die wir so wischenderweise bedienen, dass ein Grundverständnis dafür da ist, was dahinter passiert. Also es geht nicht darum, dass jedes Kind jetzt unglaublich vertiefte Programmierkenntnisse haben muss, aber einmal zu wissen, wie sieht so ein Algorithmus auch aus, auch zu erkennen, das ist eben schon angesprochen worden, dass KI natürlich auch diskriminieren kann, wenn man nicht aufpasst. Also das einmal zu verstehen und zu wissen, da die Grundkenntnisse zu haben, das halte ich für sinnvoll und würde das auch verpflichtend für jeden Schüler machen wollen. Mhm. Herr Professor Dengel, sprechen Sie auch darüber in Ihren Experimentierräumen, wie das eigentlich alles dahinter funktioniert? Also bisher nur bedingt, ja, weil wir natürlich hier Schulklassen haben, die Unterricht machen wollen und dieser Unterricht gewissen Lehrplänen folgt. Aber natürlich sind wir viel unterwegs und sprechen über die Risiken und auch die Moral, die sogenannte Computermoral oder KI-Moral, wie auch immer, die ganz wichtig ist zu sehen und auch, wo natürlich die Verfahren, die heute verwendet werden, ihre Schwächen haben. Also gerade in dem Sinn, dass die KI oft aufgebauscht wird, dass es hier ein intelligentes Gegenüber gibt, ist halt maßlos übertrieben, sehr medienwirksam oft dargestellt, aber die KI ist weit davon entfernt, den Menschen irgendwo Paroli zu bieten. Mhm. Und trotzdem hat sie eben die Schwächen, und die Schwächen muss man natürlich argumentieren und auch den Menschen nahebringen. Würden Sie denn sagen, Informatikunterricht sollte verpflichtend sein? Also ich denke, grundsätzlich, ich bin auch per Zufall an die Informatik gekommen, muss ich gestehen, nach meinem Abitur. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Aber in den letzten 30 Jahren hat sich in dem Segment unheimlich viel entwickelt. Und Sie merken das im Alltag heute, dass wir eigentlich eine Querschnittstechnologie und eine Querschnittswissenschaft haben, die überall voranschreitet und da ein gewisses Grundwissen unbedingt erforderlich ist an allen Stellen. Und da ist es wichtig, die Informatik verpflichtend zu machen und auch sehr früh damit anzufangen, damit das spielerisch auch wirkt und man sehr schnell damit umgehen kann und nicht später dann umständlich, weil man doch in anderen Schemata und Prozessen mit drin ist, eben erstmal sich anlernen muss. Mhm. Herr Schaumann, Sie haben sich bestimmt auch mit der Frage beschäftigt beim Forum. Oder? Ja, natürlich haben wir das. Ich versuche das anders auszudrücken. Also wir möchten und stehen auch dafür, dass die digitale Kompetenzen überall im Schulsystem verankert werden in den Curriculas. Ob es denn heißt Fach Informatik, da muss ich persönlich sagen, da habe ich ein Fragezeichen dazu, weil ich ja eigentlich gerne davon weg will, dass ein Lehrer unterrichtet eine Klasse, eine Stunde in einem Fach. Ich glaube, wir müssten Schüler ein bisschen anders denken. Aber es ist ganz klar und wichtig, Digitalkompetenzen müssen alle Schülerinnen und Schüler von der Grundschule aus lernen. Und sie müssen lernen zu verstehen, was dahinter steckt. Das beste Beispiel von meiner Schule ist sozusagen, als die Kinder in der 1, 2, 3, also die
jahresübergreifende jüngsten Klassen sich mit Greenscreen-Technik auseinandergesetzt haben und dass die kleine Erklärvideos gedreht haben. Dann sitze ich beim Mittagessen mit den Schülerinnen und Schülern und da erzählte ein Junge aus der zweiten Klasse, dass die gerade so Videos gedreht haben, wo die Plötze mitten in einem Sturm stand. Und dann hat er erzählt, und weißt du was, Jakob? Ich hab irgendwie jetzt verstanden, dass wenn ich diese Monster in dem Film sehe, dann muss ich gar keine Angst haben, weil die sind gar nicht da. Die sind nur sozusagen mit diesem grünen Bildschirm da oder Hintergrund da reinprojiziert worden. Und das meine ich, ob das denn in Informatik oder Deutsch oder Sachkunde stattgefunden hat, ist mir eigentlich wurscht. Das, was wichtig ist, ist, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie sozusagen mit den Medien umgehen, was das bedeutet für deren Leben, aber auch, wie sie das aktiv in deren Alltag einsetzen können, sodass die neue Generation nicht nur Konsumenten von neuen Medien werden, sondern auch aktive Produzenten davon. Das, glaube ich, ist der wichtige Teil. Und das ist eine super perfekte Überleitung für das nächste Panel, denn da soll es nämlich um genau sowas gehen, um innovative Technologien in der digitalen Bildung. Damit ist dieses auch schon vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Jakob Schaumann, nicht nur für die Überleitung, sondern auch fürs Hiersein. Professor Andreas Dengel, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns zu sein. Und Katja Suding, darfst, glaube ich, wieder ins Plenum rübergehen. Ja. Abstimmung ist jetzt vorbei, aber vielen Dank fürs schnell Vorbeikommen und einen schönen Tag noch an alle. Danke, bis bald. Bis bald. Ja, schönen Tag. Wiedersehen. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.